Eine neue Staffel hat gestartet und zwar die Only Crafting Staffel. Was bedeutet Only Crafting Staffel? Es bedeutet, dass wir eine gesamte Staffel als Challenge spielen und all diese Gegenstände hier nicht erlaubt sind. Ich darf nichts verwenden, was quasi kein Crafting ist. Die Kletteraxt darf ich nur nutzen, um zu klettern und das Tauchergerät nur, um zu tauchen. Erlaubt sind nur Gegenstände wie Craftings. Heißt, alles, was wirklich nur ein Crafting ist, die Sachen kann ich nutzen. Alles, was wirklich Waffen sind, irgendwas zum Bäume fällen, irgendwas, was man in den Caves findet, egal was, ist einfach nicht erlaubt. Und damit es ja noch einen ganz klitzekleinen Tacken schwerer wird, der moderne Bogen sowie die modernen Pfeile sind auch nicht erlaubt, dass ich auch noch ständig schön Pfeile craften muss, Freunde. Um alles noch einen kleinen Tacken spannender und schwerer zu machen und noch ein bisschen mehr dafür zu sorgen, dass man wirklich nur gecraftete Sachen verwendet. Wo ist sie? Hab Mitleid mit dir. Ähnlich. Okay, wieder weg. Okay. Sehr gut. Dann kommen sie. Wie viele Pfeile habe ich denn? 3 Stück. Scheiße. Jetzt Zeit, da der Tag wird. Breche ich direkt auf. Wir haben jetzt schon relativ viel hier gemacht, was schon relativ gut aussieht und auch was bringt. So ein bisschen eingebaut. Warte mal. Vielleicht kann ich genau... Passiert jetzt die erste Zeit. Was brauchen wir relativ schnell zum Anfang? Und wie kann ich das hier so umbauen, dass er gleich richtig geil ist? Ups, oder falsche Taste. Was? Alter, das ist... Okay, jetzt habe ich ihn getroffen. Unfassbar. Die darf ich nicht. Nimmt die Keule mit. Boah, ist das ein Scheiß. Kein Fall mehr. Gib mir meinen Pfeil wieder. Gib mir meinen Pfeil. Komm. Ja, boah, der war eine wunderschöne Bogenlampe. Okay, aus dem machen wir nochmal eben Rüstung. So. Shit, jetzt habe ich die aus Versehen aufgesammelt, ne? Kann man die irgendwie fallen lassen? Nee, ne. Ne. Muss ich gleich irgendwo hinhängen. Shit. Heute kein Aimbot an. Nein, ich darf nur mit den gecrafteten Waffen spielen. Und das ist halt auch der Bogen. Und der Bogen ist halt ultra, ja, was soll ich sagen, ne? Nicht gut. Der hat halt einfach diesen mega Abfall. Der, ist nicht so gerade. Man zielt nicht irgendwie auf den Kopf und der geht auf den Kopf. Man muss halt immer diese Bogenlampe mit einberechnen und so. Ich weiß auch nicht. Mag den einfach nicht. Oh, Hase. Sehr gut.
Ich hoffe, dir geht's gut. Du darfst doch ja Mitleid. Nein, nein, alles gut. Jetzt will ich nicht mehr. Anja, ich habe immer Flares. Scheiße. Jemand Hallo Katzenmaff wird bestimmt nicht gezeigt. Ey, nee, die schlafen gerade wieder. Lass sie schlafen, die Säcke. Gönnt mir die Ruhe. Oh, Blaubeeren. Ja, ich brauche unbedingt mehr Hasenfell. Nicht nur fürs Bett, sondern auch für den Beutel. Da. Paff, direkt vor der Glatze. Aber ist wieder besser. Vielen Dank der Nachfrage, du. Vier, eine noch. Ja! Hä? Der Pfeil ist an ihr abgeprallt. Hat einen Schmutzbogen. So. Komm schon. Alter, ins Knie. Willst du mich verarschen? Alter, what? Ich hasse diesen Bogen. Ich hasse ihn einfach. So, okay. Komm schon. Jawoll. Bam. Gib mir Federn, aber es sind nicht genug. So. Jetzt machen wir uns erstmal nochmal ein paar Pfeile mehr. Komm, wir machen erst das Bett. Und ich suche auf dem Weg einfach mal noch nach allem. Haben wir. Oh. Buh! Sag doch, ein bisschen dran gewöhnen, dann geht das auch mit dem Bogen wieder. Oh yes. Erstmal zwei Hasen für mein Bettchen. So, da haben wir das schon mal. Dann können wir nämlich speichern mal und schlafen und alles. So, das wird die Blaubeer-Crib hier. So. Okay. Ha. Ah. Dann hat man hier den Flügel. So, hier lasse ich offen. 500 Steine knapp. Okay. Okay, da muss hier noch der ganze Müll mal raus. Hallöchen, Totti. Einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Alles gut bei dir? So, da kommt auch mal beiseite hier. Okay, wir müssen eindeutig Tiere killen, um Beutel und so herzustellen. Ist ja so Schmutz. Mit 5 Steinen ist ja noch schlimmer als sowieso schon immer ist.
würde echt sagen, wir machen das einmal. Haben wir schon mal von allem was eingelagert. Ist auch schon mal gut. So. Suppi, welcome back. Vielen Dank. So. 12.46 Uhr, das passt da auch noch. Guck mal, da ist auch wieder der Alk. Ja, geil, ey. Komm ich nicht dran, ey. Warum ist das Bett jetzt hoch? Nee. Der schwebt auch. Nee. Nee. Die sind auch alle tiefer. Der ist auch abgerutscht. Ah! Das Flugzeug ist abgesackt. Ach so, ein Schmutz, ey. Was soll das denn, ey? Wozu habe ich die ganze Pisse denn platziert? Oh, ist ja jetzt ein Scherz. Das ist alles richtig. Alles, was hier ist, auch tiefer. Das ist auch abgerutscht. Alles ist einfach, ganze Flugzeug ist tiefer. Oh, guck mal, wie scheiße das jetzt aussieht. Ist jetzt ein Scherz, ne? Er ist ja jetzt ein Scherz. Ernsthaft? Oh mein Gott, ich kotze so ab. Was ist mit dir? Verpiss dich jetzt. Junge, ich habe hier gerade andere Sorgen. Ah, Mann, Abgang. Nee. Jetzt ist das auch viel zu hoch. Oh, ich krieg das Kotzen, ey. Oh mein Gott, wie schlecht. Oh mein Gott, ja, dann nochmal alles von vorne gefühlt. Aber das mit den Vogelhäuschen, so stört mich jetzt richtig. Ich hasse das, wenn das schief ist. Ich hasse es so sehr. Ey, wir haben alles so perfekt gerade platziert, um jetzt alles schief zu haben. Geil. Jetzt kann ich da auch nicht mehr platzieren. Ah! Ja, baust halt Kacke. Hm. So ein Scheiße. Ist jetzt ein Scherz, oder? Boah, ist das jetzt ein Scherz. Es ist voll der Scherz. Egal. Es geht das auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich krieg einen Krampf. Ey, ich krieg echt einen Krampf. Oh mein Gott, nee, ne. Es ist jetzt echt ein Scherz. Das heißt, ich kann jetzt nichts mehr platzieren. Und alles, was ich gebaut habe, ist abgesackt. Geil! Ich krieg das Kotzen.